Wie viel Energie und Geld kann man daheim sparen? Antworten auf diese Fragen gibt uns auch heute wieder unsere Energiesparfamilie. Die Bernhofers aus Schäffer am Tennengebirge haben kein neues Niedrigenergiehaus und somit auch keine Neuheizung. Trotzdem wissen sie, wo und wie gespart werden kann. Familie Bernhofer hat ihre Dachgeschosswohnung im Haus der Schwiegereltern vor kurzem ausgebaut, um mehr Platz für die drei Kinder zu haben. Der Ausbau war kostengünstig, auch weil man in Sachen Warmwasser und Heizung die im Haus bereits bestehenden Systeme weiterverwendet hat. Einsparungen sind trotzdem möglich. Wir heizen hier mit Öl und es ist die Situation, dass das Equipment hier relativ jung ist. Also mit diesen 15 Jahren überlegt man sich es zweimal, ob man das ganze Zeug einfach rausschmeißt und umstellt auf andere Energieträger, andere Heizsysteme. Oder ob man nicht hier einfach das optimieren kann, so gut es geht. Und das haben wir hier versucht. Wir haben das Gerät sehr gut eingestellt. Wir haben es mit einer neuen Düse ein wenig gedrosselt, damit einfach immer längere Brenndauern sind und somit effizienteres Heizen gegeben ist. Wir haben auch hier die Vorlauftemperaturen ziemlich weit herunter und zeugen oben nicht die ganz hohen Temperaturen. Das können wir ergänzen mit dem Kachelofen oben, wo wir auch, auch das Holz beim Bauern kaufen und somit ökologisch heizen und weniger Öl brauchen. Optimale Einstellungen und ein zusätzlicher Kachelofen senken den Ölverbrauch bei den Bernhofers schon jetzt deutlich. In ein paar Jahren stehen dann die nächsten Schritte an. Eine bessere Wärmedämmung am Haus und ein neues Heizsystem, das nur erneuerbare Energie nutzt. Egal, was für Heizsystem später dann einmal eingebaut wird, jetzt ist es einmal wichtig, den Altbau zu dämmen, die Fenster auszutauschen, um den Energieverbrauch einmal senken zu können. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel eine Luftwärmepumpe, kombiniert mit einer Solaranlage am Dach oder zum Beispiel einem Pelletsofen. Das Beispiel von Familie Bernhofer zeigt, dass ein neues Heizsystem genaue Überlegungen braucht und nicht unabhängig von der Gebäudehülle gesehen werden darf. Bis zur Umsetzung kann trotzdem gespart werden.